こんばんは、皆さん。これは最後のLet's Eat Video です。Guten Abend, ihr Lieben. Ja, dies ist das letzte Let's Eat Video fürs Erste. Also die letzten drei Sachen geht es noch vorzustellen, die ich euch noch zeigen möchte. Ja, und es sind diesmal nur süße Sachen. Also nur noch süße Sachen, die übrig geblieben sind. Mit welchem fange ich denn jetzt mal an? Ich würde sagen, ich fange an mit Pucho. Mit Melonengeschmack. Pucho mit Melonati. Ja, Pucho ist... Also es sieht aus wie eine Packung Kaugummi. Es ist aber kein Kaugummi. Pucho ist so ein Kaubonbon. Sowas wie Mauam. Meistens mit Füllung. Also ich hatte letztens schon Pucho. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Geschmack. Ich glaube, das war so ein Multigeschmack. Multigeschmack klingt so blöde. So mit allen möglichen Sachen, glaube ich. Und ich sehe gerade, hier ist so ein markierter Streifen zum Aufziehen. Wie wäre es mal, wenn ich den benutze? Oh, und es ist gerade eins runtergefallen. Ich weiß nicht, wo es ist, aber ich hebe es nachher auf und nehme erstmal das nächste raus. So. Natürlich wieder extra eingepackt. Mit einem kleinen Ninja oder sowas drauf. Ich hoffe, das kann man erkennen. Ja, das Licht scheint da ein bisschen drauf. So. Das ist jetzt nun also Pucho mit Melon-Geschmack. Und es ist ein bisschen grünlich. Ja, so sieht das Ganze aus. Ja, wie so ein Mauam halt. Aber halt meistens mit Füllung. Also mal gucken, wie es schmeckt. So. Schmeckt nach Melone. Ah, okay. Und das ist wieder mit so... Also ich weiß nicht, ob das bei Pucho immer so ist. Aber bei dem, was ich letztes Mal hatte und bei diesem hier, ist noch immer so eine... wie soll ich es nennen? Weingummi mit drinne. Also so kleine Stücken Weingummi. Ich werde mal gucken, ob ich das irgendwie euch zeigen kann. Lass mal das eine aufkauen. Oh, jetzt habe ich eins wieder rausgenommen. Moment. So. Also ich hoffe, das kann man jetzt sehen. Da, seht ihr das? Dieses kleine hier. Das ist so ein... Das sind so Weingummistückchen. Auch mit Melonengeschmack. Die halt in dem Pucho mit drin sind. Also es ist, Pucho ist halt so ein Kaubonbon. Noch extra. Mit Weingummi drin. Also mir schmecken die. Also die Melonentarte. Die schmecken gut. Okay. Also, aber zäh. War das letzte Mal auch schon so zäh? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss auch nachher mal gucken, dass ich das andere wiederfinde, was mir runtergefallen ist. So. Und dann. Habe ich hier was? So ein Soda-Candy. Pucciotto. Pucciotto steht da, glaube ich, drauf. Soda. Also so Soda-Candy. Also hier unten sieht man so blaue Bällchen. Und ja, so sieht das Ganze von hinten aus. Mit so knuffigen Tierchen drauf. Die anscheinend irgendwie alle Namen haben. Pucci Sorry. Pucci, Usa, Pucci, Dies, Pucci, Panda. Ah, okay. Das sind die einzelnen, also das sind so eher so Kurzformen. Also, Pucci, ich nehme jetzt einfach mal an,
Oder Pochito. Pochito, nicht Pochuto. Saru ist der Affe. Usa, also eigentlich Usagi, ist der Hase. Lisu ist das Eichhörnchen. Und Panda ist Panda. So, wo habe ich es gesehen? Da oben steht Open. Also werden wir es da einfach mal aufreißen. Ich glaube, das ist wieder so eine wiederverschließbare Packung. Mein Gott, Deutsch ist heute wieder schwer. Wiederverschließbare Packungen sind immer gut. So, was haben wir denn hier? Oh, das riecht schon so nach Soda. So sieht das Ganze aus. Ich weiß nicht, sind die auch eigentlich einzeln oder so? Die sind da zumindest alle drin zusammengeklebt. Ja, das ist Soda-Flavor. Man schmeckt es. Ich mag Soda-Sachen. Was soll das sein? Osake-Nage. Hä? Nein. Osaka-Naga. Ach, das soll ein Fisch sein. Leute, das soll ein Fisch sein. So rum gehört das. Kann man den Fisch da drin irgendwie erkennen? Also ganz halb, er hat irgendwie so Kugeln auf oder was auch immer auf dem Kopf. Das ist so ein bisschen wie das Kadipodi. Also vom Geschmack her. Nur weicher und nicht so ein Hard-Candy. Ich glaube, das Licht flackert irgendwie so ein bisschen. Oder will ich mir das nur sagen? Okay. Also Pochito Soda. Ich bin mir recht sicher, dass es Pochito heißt. Das schmeckt gut. Und halt so Candy mit Soda-Geschmack. So. Und dann habe ich als letztes noch etwas, das ist eine traditionelle Süßigkeit. Und zwar ist das Competto. Also hier steht es nochmal für die, die kein Japanisch können. Und hier steht es halt nochmal auf Japanisch. Competto. Ja. Vielleicht kommen euch diese Dinger bekannt vor. Die gab es in Chihiros Reise ins Zauberland. Und im Anime von... Oder Anime und Manga von Kobato. Vielleicht kennt das ja das, der eine oder andere von euch. Gibt es die auch, aber nicht in Form von diesen Candies, sondern, ja, wie soll ich das erklären? So eher so mehr als so Teilchen, die sie sammelt in so einer Flasche. Also sie isst sie nicht, sondern, aber die sehen halt aus wie diese Competto-Dinger. Ja, Competto ist ein traditionelles japanisches Zuckercandy. Und hier ist ein Scherensymbol hinten drauf, sehe ich gerade. Aber vielleicht kriege ich das auch ohne Schere auf. Haha, tada, es geht tatsächlich. Ja, und ich habe kein einziges Mal eine Schere gebraucht, fällt mir mal so auf. Wieder verschließbare Packung. Ach, die Japaner sind super. So, ja, wir haben hier jetzt verschiedene Farben drin. Nehmen wir einfach mal das Weiße. Oh, okay. Das ist hart. Aber man merkt es schon. Zuckercandy. Definitiv. Es schmeckt sehr süß. So, jetzt probiere ich jetzt nochmal zwei andere Sorten. Mal gucken, ob die irgendwie vom Geschmack her anders sind. Scheint nicht so. Also zumindest schmecke ich das jetzt nicht raus. Nee, ich würde sagen, die schmecken alle gleich süß. Haben nur alle irgendwie eine andere Farbe. Ja, Competto schmeckt süß auf jeden Fall. Zuckercandy halt. Also ist ein Kariesverursacher. ja. Das war's soweit dann von den japanischen Sweets und Snacks, die ich euch mal zeigen wollte. Also das war jetzt
mein aktuelles Candy Sound Paket. Ich hoffe, euch hat diese kleine Videoreihe gefallen. Und ja, wenn ihr sowas in Zukunft nochmal wieder sehen möchtet, dann werde ich das gerne nochmal wieder aufnehmen. Also hinterlasst mir einfach einen Kommentar unten in der Kommentarbox, wenn ihr gerne noch mehr solche Videos in Zukunft sehen wollt. Und wenn nicht, schreibt mir das halt auch rein, dann mache ich es halt nicht mehr. Und ja, ich würde mich halt über Feedback freuen, denn, ne? Ja, das war's dann von mir zu dieser kleinen Let's Eat japanische Sweets und Snacks Reihe. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann zum nächsten Video dann wieder. Also Leute, bis dahin, Sanne!